Ja, Günther, ist das schön, dass du die Kamera von Uschi gekriegt hast? Cool, wa? Ich finde das ohne eine knorke Idee. Ich finde das richtig gute Idee mit was? Diesem Regisseur. Ich mach den Regisseur, ja? Von Berliner Pilsner. Das gewinnen wir, das Ding. Dann sind wir raus aus der Miserie. Ja. 20.000 Euro sind unser. Und eine neue und eine Kamera. Ja, und eine Kamera noch oben drauf. Und wer weiß, vielleicht so ja jeder 20.000, wenn es so hochkommt. Wisst ihr, ich meine? Auf dem Plakat stand das ja nicht richtig. Günther, das ist unsere Chance. So, pass auf, was ich mir vorstelle, Günther. Wir müssen die großen Dinger einfangen. Geht ja um Berlin, weißt du? Ja. Brandenburger Tor, Siegessäule, ja. Ostbahnhof, Breitscheidplatz. Hm. Hast du nie gesehen, hm. Schieß mir tot. Mit einem Helikopter von oben gefilmt, wie wir den Kudamm runtergehen. Hm. Das ist schön aus dem Hubschrauber raus, Optik so. Aber weiß ich halt nicht genau, wie wir das, also, hä? Naja, also, hast du einen Hubschrauber? Ach, du bist doch dusselig. Kann man doch anrufen hier, Radio 1, habt ihr doch nicht so, müssen wir ein bisschen improvisieren. Naja. Ja, sei mal ein bisschen konstruktiv. Ja, hier, komm, kleinen Inspirationstrunk. Na? Bitte. Ja, was ist denn? Was? Nee, ich will gar jetzt gar kein Bier. So was will ich nicht hören. Komm, hier. Ja, jetzt wird hier. Wir trinken jetzt hier ein Bier. Ich hol dann den ganzen Kasten, dann trinkst du kein Bier. Kann man schon gewundern. Bist du dusselig? Günther, weißt du jetzt am Riemen? Wenn du mit meiner Freundschaft nicht verscherzen willst. Ja, gut, also einen ganz kleinen Bier. Schluck. Ja, einen kleinen Schluck. Ganz hört sich gut an. Ganz schön groß für eine Flasche. Na, da muss ja auch was drin sein, ne? Prösterchen, lass dir schmecken. Na, auf gute Idee. Und hau weg die Scheiße, komm, hast du dir verdient. Gute Idee, Hammer. Ich hab mir so vorgestellt, tanzende Mädels am Breitscheidplatz, okay. Weißt du? Mhm. So 10 Mädels. Okay, und die haben alle so ein Bier in der Hand. Ja, die nehmen mal alle so ein Bier in der Hand. Mhm. Und die sagen dann, uff, Manne und Günther. Ja, aber machen die das? Na, logisch machen die das. Warum sollen die das denn nicht machen? Ja, wieso sollen die das denn machen? Ich mach mir erstmal ein Bier auf, warte mal. Aufnahme läuft. So viel Zeit muss sein, Günther. Aufnahme läuft. Sound läuft. So. Also. Ich bin die Stadt. Ecke. Ich repräsentiere die Stadt. Ich bin Berliner. Wie ihr, wie jeder von euch. Und ich bin nicht nur dit, ich bin viel mehr. Ecke bin Deutschlandatze. Warte mal, Günther, du hast ja kein Bier mehr. Dann pack mal weg die Scheiße. Komm, trink mir erstmal anständig mit ihrem Bier. So, hier. Deckelchen abgeschnippt. So, hier, lass dir schmecken. Hast du dir verdient? Na, kick mal nicht so doof an, jetzt lass es saufen. Was ist denn los? Ich hab doch schon eins. So. Ich hab doch schon eins gehabt. Na und, jetzt geht's weiter. Oh Gott. Auf Ex-Ding, los. Auf deine Ex trinken wir? Bist du bescheuert, Alter? Das meinst du jetzt nicht ernst, das ist nicht dein Ernst. Was meinst du mit auf Ex? Na, auf Ex, so um eine Wette, wer erster fertig ist. Ach so, wer erster fertig ist, okay. Los, eins. So, angesetzt. Zwei, drei, eins. Los, ab geht's. Alter, bist du bescheuert? Nee, lass dran die Scheiße, komm runter. Oh Gott. Immer rinn damit. Ja. Ich würde sagen, wir fangen wirklich an. Wir fangen an, okay, jetzt, am Hauptbahnhof. Weil Hauptbahnhof, ey, das ist die Stadt selbst. Mann, wer hat, was denn? Ganz kurz, ey, ich bin Brigitte hat auch gesagt, Hauptbahnhof, das ist so ein zentraler Punkt. Mann. Da bündelt sich die Energie, Alter. Ja. Jetzt hör mir auch einmal ja, ganz kurz. Ja, hör auf zu wedeln, das macht mir ganz körperlich. Ganz kurz mal. Ja, ich höre zu. Ich bin der Kameramund und als Kameramund. Panama. Was bist du, Kameramund, Alter? Der Panama. Du bist ja ein Kunde. Ich bin der Panama-Mann. Mit Brigitte? Ja. Wir sitzen abends. Oh, ja, Alter. Erzähl mir nicht, ich kann mir schon vorstellen, was mit dir und Brigitte. Sie hat wieder gesagt, wegen die Fische, dass du nicht gefüttert hast. Und das war anständig. Ich sag mal, was heißt denn anständig? Ich meine, alles, was ich mache, ist anständig. Bin ich ein anständiger Kerl? Günther, sag mal ehrlich. Mann, oh Scheiße! Günther, pass doch auf! Wisst ihr, wie teuer das ist? Du bist ein dusseliger Hund. Du wolltest doch pissen gehen. Ich wollte nicht nur EG pissen, Alter. Aber die Scheiße machst du weg. Ja, mach ich. Ey, blöder Hund. Ihr könnt hier manchmal hauen. Ich. Günther! Ja, ist alles weg!
Das ist das Berliner Bier, Bier, Bier. Das ist das Berliner Bier, Bier, Bier. Das ist das Berliner Bier, Bier, Bier. Da, 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 da. Mit dieser Blaskapelle und dann. Du bist mein bester Freund. Dir kann ich alles anvertrauen. Du verstehst mich, oder, Günther? Sag mal. Du verstehst mich, oder? Nee, ist aber ernst, bin ich ernst. Ich verstehe ja, Mann. Ich verstehe auch dein Leid. Günther, wirklich. Was? Hör mir zu, ich liebe dich, Alter. Oh, nein! Brigitte ist mir. So, was ist mit Brigitte? Was ist mit Brigitte? Brigitte was ist mir wurscht. Es ist nur, dass du musst zu mir halten. Mach ich doch. Mann, pass aber auf, und wegen dem Spot, wenn wir den auch... Wegen dem Spot für Berliner Pill, ach Scheiße! Wollen wir das jetzt noch machen? Mit Berliner Pill, wollen wir das noch machen? So, also, Berlin ist eine Reise wert! Das gibt es schon mal, das gibt es schon, sag du mal was! Berlin, die eine aufstrebende Stadt, eine Stadt, die Energie hat, eine Stadt, die ihr nicht vergessen solltet. Ey, was du nicht... Eine Stadt, die jetzt da ist. Jetzt ist die Stadt da. Und jetzt müsst ihr euch die Stadt ziehen, Alter. Aber aber was? Mann, du hast den Bart vergessen. Du hast den Bart. Berlin, eine Stadt mit Bart, Alter. Ich bin ein Berliner, Alter. Ich bin ein Berliner. Ich war doof, du bist doof. Ich bin ein Berliner. Ey, Günther, jetzt auf Ex kommen. Auf Ex, wer ist da fertig ist? Aua! Aua! Blöder Hund. Ja. Oh ja. Komm her, setz dich hin. Ich. Das alles das. Du hast gepisst, ha? Nein! Du hast an deiner Blase, ey. Das sieht genau gleich aus. Berliner Pilser. Hast du gepisst, die Kappe Pilsnert? Ey! Ich wollte jetzt anrufen bei Berliner Pilser, dass wir das nicht schaffen mit dem. Oh, der ist irgendwie. Warte mal. Wir schaffen das nicht. Hallo? Hier ist Günther. Von Manne und Günther. Wir schaffen das nicht mit dem Wettbewerb.